kommen wir jetzt zu Top 19 heute hier im Deutschen Bundestag. Da geht es um die Stärkung des Wettbewerbs im Eisenbahnbereich. In erster Lesung wird das diskutiert, ein Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs im Eisenbahnbereich. Die EU-Kommission will nämlich das Monopol der staatlichen Eisenbahnen in den Mitgliedstaaten beenden. Unter anderem wurden deswegen die Richtlinien der Europäischen Union zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums verabschiedet. Diese Richtlinie soll jetzt mit dem Gesetzentwurf in nationales Recht umgesetzt werden. Und hier die Aussprache beginnt mit Enag Faymann. Er ist parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Sehr geschätzter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Bundesregierung legt Ihnen heute einen Gesetzentwurf vor zur Steigerung des Wettbewerbs, zur Stärkung des Wettbewerbs im Eisenbahnbereich. Ein sehr wichtiges Gesetz, auf das viele im Eisenbahnsektor schon seit längerer Zeit warten. Eisenbahn ist ein faszinierendes Verkehrssystem. Aber die Eisenbahn braucht einen rechtlichen Rahmen und sie braucht eine infrastrukturelle Ausstattung. Und die Zukunft des Eisenbahnwesens liegt nicht in den nationalen Bahnen, sondern in einem europäischen Eisenbahnraum. Ich betone, einen gemeinsamen europäischen Eisenbahnraum. Denn Zugverkehr ist dann besonders effektiv und effizient, wenn er über lange Strecken geht, insbesondere was den Hochgeschwindigkeitsverkehr angeht, aber auch was den Güterverkehr angeht. Deswegen ist Eisenbahn ein prioritäres europäisches Verkehrssystem. Dafür brauchen wir neben der Infrastruktur, die an vielen Stellen noch Ausbaubedarf hat, aber in Europa in einem guten Zustand ist, vor allem einen Ordnungsrahmen. Wir brauchen transparente Regeln für den Wettbewerb, wir brauchen hohe Sicherheitsstandards und wir brauchen die Möglichkeiten, Innovationen in das System einführen zu können. Dabei hat die EU-Kommission und mit ihr auch das Europäische Parlament seit langen Jahren einen Grundsatz. Man braucht für die Effizienz des Systems die Trennung von Netz und Betrieb. Das heißt, die Infrastruktur staatlich, der Betrieb von vielen verschiedenen Betreibern privat. Wir in Deutschland haben dazu eine etwas andere Position. Wir fahren ein sogenanntes integriertes System. Das heißt, wir trennen nicht Netz und Betrieb, sondern fahren es in einem integrierten Modell, was viele Vorteile bietet. Allerdings in Europa hielt man an dem Grundsatz fest, vom ersten bis zum vierten Eisenbahnpaket, aber durch beharrliches Wirken gerade dieser Bundesregierung ist es gelungen, von diesem starren Grundsatz die Ausnahmen möglich zu machen, dass eben auch integrierte Modelle auf europäischer Sicht genehmigungsfähig sind. Aber wenn man dieses durchsetzen will, braucht man, da man es ja mit Monopolen zu tun hat, eine Marktdarstellung. Und dafür braucht man eine Regulierung, eine strenge Regulierung. Wir haben in der vergangenen Legislaturperiode Ihnen ein sehr strenges Regulierungsgesetz vorgelegt, das damals nicht mehr vom Parlament beschlossen wurde. Und wir haben in dieser Legislaturperiode Ihnen wiederum jetzt ein Regulierungsgesetz vorgelegt, das wiederum eine Regulierung auf EU-Richtlinienstandard ausweist. Überall da, wo die EU-Richtlinie Spielraum für nationale Gesetzgebung lässt, haben wir ihn genutzt, um es besonders einfach zu machen, aber auch besonders transparent und gut umsetzbar. Ich glaube, es ist gut, dass die Europäer uns nicht mit einer Verordnung beschenkt haben, sondern eine Richtlinie erlassen haben, die uns einen gewissen Handlungsspielraum gibt, und den haben wir genutzt. Wir haben uns für die Entgeltregulierung entschieden, und ich glaube, es ist gut, dass wir das so gemacht haben und ihn so vorschlagen können. Denn so wird vorab klargestellt, welche Trassenpreise wer zu bezahlen hat. Und damit eben ein Monopolist sich nicht die Trassenpreise selber genehmigen kann, wie er die gerne hätte, sondern sie im Markt simuliert werden, haben wir ein gutes System, glaube ich, Ihnen vorlegen können. Ein Punkt ist dabei. Wir haben einen Sonderfall, das ist der Nahverkehr. Wir haben im Nahverkehr parallel zur Beratung dieses Regulierungsgesetzes das Regionalisierungsgesetz. Und hiermit gibt der Bund den Ländern das Geld, um den Nahverkehr möglichst effektiv und effizient auf der Schiene in Deutschland zu betreiben. Und da haben wir die sagenhafte Summe von 8 Milliarden
D-Mark ab diesem Jahr bereitgestellt, bis 2031 mit einer jährlichen Steigerungsrate von rund 1,8%. Und die Länder erwarten von uns, dass wir bei den Trassenpreissteigerungen nach Möglichkeit nicht über diese 1,8% hinausgehen sollen, weil dann die effektive Summe geringer wird. Dem wollen wir auch Rechnung tragen. Und deswegen haben wir Vorschläge gemacht, wie wir diesem Länderbegehren entsprechen können, dass wir dem Regulierer eine Vorgabe machen, die aber natürlich nicht so sein darf, dass wir das Regulieren völlig unmöglich machen. Und ich glaube, wir haben hier einen Weg vorgeschlagen in dem Gesetzentwurf, wie wir das gut werden regeln können. Natürlich muss man wissen, dass alles das, was wir im Nahverkehr nicht umlegen können, auf Fernverkehr und Güterverkehr zusätzlich umgelegt werden muss. Wir haben uns aber dazu entschieden, Ihnen dieses vorzuschlagen, weil wir mit den Ländern uns beim Regionalisierungsgesetz so verständigt haben. Und deswegen glaube ich, dass es auch richtig ist, dass wir das in dem Entwurf so vorsehen. Wir werden gerade um diesen Punkt, so denke ich, eine breite Debatte haben. Ist die vorgeschlagene Regelung gut? Kann man sie so machen? Auch die Länder werden sich an dieser Diskussion, denke ich, weiter beteiligen. Aber insgesamt kann man feststellen, dass wir, ich glaube, für die Diskussion eine sehr gute Grundlage gebildet haben. Und ich würde mir wünschen, dass das letztlich von Ihnen auch so mitgetragen werden kann, auch von den Ländern dann letztlich im Bundesrat. Es ist wichtig, dass wir diese Regulierung bekommen, denn nur mit einer strengen Regulierung können wir das integrierte Modell fahren und es genehmigungsfähig bei der Europäischen Union halten. Das ist für unser Eisenbahnwesen eine zwingende Voraussetzung. Und deswegen ist dieser Gesetzentwurf auch von der Bedeutung, wie ich die eingangs geschildert habe. Ich wünsche uns gemeinsam eine gute Beratung dieses Gesetzentwurfs und freue mich auf kontroverse, aber letztlich zielführende Debatten, die, so hoffe ich, dann zum Beschluss dieses Gesetzentwurfs führen werden. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Sabine Leidig für die Fraktion Die Linke. Sabine Leidig ist Sprecherin für Verkehrspolitik der Linksfraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich glaube, kein Eisenbahnregulierungsgesetz, egal wie es aussieht, löst das Grundproblem. Und dieses Grundproblem bei der Bahn ist nicht die Trennung oder Nichttrennung von Netz und Betrieb, sondern das Grundproblem ist, dass die Deutsche Bahn AG auf Privatisierungskurs gesetzt wurde und darauf ausgerichtet ist, betriebswirtschaftlichen Gewinn zu machen. Richtig wäre, die Deutsche Bahn am Allgemeinwohl auszurichten und das Unternehmensziel so zu beschreiben, dass möglichst viele Menschen gute Bahnanbindungen haben. Deshalb ist es eigentlich höchste Zeit, dass Sie eine Reform der Unternehmensform planen und diskutieren und nicht an Symptomen herumdoktern, die nicht zu heilen sind. Weder mit Wettbewerbsverstärkung noch mit Anreizsystemen, weil die Grundausrichtung eben auf Gewinnmaximierung ist. Wir haben das Problem an vielen Stellen gesehen in der Vergangenheit. Ich glaube, mit Hartmut Meedorn als Galionsfigur, die Deutsche Bahn AG auf Börsenkurs getrimmt hat, konnte man das hervorragend sehen. Da sind 40% der Weichen aus dem Netz gerissen worden, 80% der Gleisanschlüsse gekappt. Da sind unzählige tausende Bahnhöfe verrammelt, verriegelt und verkauft worden. Wir haben Streckenstilllegungen erlebt. Wir haben das Kaputtsparen im wahrsten Sinne des Wortes erlebt. Das S-Bahn-Chaos in Berlin ist noch gar nicht so lange her, weil Werkstätten geschlossen wurden. Das alles wurde gemacht, weil Meedorn sparen wollte und die Bahn attraktiv machen für die Börse. Dieser Kurs ist leider nicht zu Ende. Unter Herrn Grube, der zwar sagt, es geht um das Brot- und Buttergeschäft, wurde die Strategie des Deutschen Bahn AG-Konzerns fortgesetzt, Auslandsbeteiligungen einzukaufen. Wir haben inzwischen einen Global Player Deutsche Bahn, bei dem mehr als 50% des Umsatzes nicht aus Eisenbahnbetrieb kommt, sondern von der Straße kommt, vom Flugverkehr kommt, von der Logistik kommt, die mit der Bahn gar nichts zu tun hat. Und das ist ein grundsätzliches Problem, weil sich dann natürlich das Augenmerk des Managements auf ganz andere Dinge richtet.
Daran müssen wir was ändern. Und wenn es jetzt, wenn Herr Grube jetzt darüber redet, dass er private Investoren an der Logistiksparte beteiligen will, dann heißt es, dass private Kapitalanleger direkt im Deutsche Bahnkonzern am Tisch sitzen. Und da können Sie ja jetzt schon davon ausgehen, dass alles, was sich aus deren Sicht nicht rentiert, geschlossen und kaputt gemacht wird. Es wird jetzt schon darüber geredet, dass hunderte Güterverladestationen stillgelegt werden. Ich bitte Sie, wenn wir über eine Verkehrswende reden, wenn wir mehr Güterverkehr auf der Schiene, mehr Güter auf der Schiene transportieren wollen, dann müssen wir doch diese Kapazität erhalten und ausweiten. Auch wenn es sich jetzt im Moment nicht lohnt, aber das ist doch eine volkswirtschaftliche Perspektive und eine Frage der Nachhaltigkeit. Deshalb müssen wir die Deutsche Bahn ganz anders aufstellen. Und ich möchte Sie mal aufmerksam machen auf einen anderen Bereich, der auch eine große Bedeutung hat und der völlig anders organisiert ist. Das ist die Wasserwirtschaft. Ich finde es ganz interessant. Ich war vor ein paar Jahren in einem Wasserwerk, habe dort mit den Beschäftigten und auch mit dem Chef des Wasserwerks sprechen können, mit welcher Selbstverständlichkeit die dort davon ausgehen, dass ihre Aufgabe ist, möglichst viele Menschen mit gutem Trinkwasser zu versorgen, möglichst effizient für die Volkswirtschaft die Abwasserversorgung zu organisieren, die Wasserreservoire zu schützen. Und sie bekennen sich, und das tun sie auch öffentlich, das ist sehr, sehr spannend, zu einem Unternehmen in öffentlicher, in gemeinwohlorientierter Verantwortung. Nichts Global Player, nichts Privatisierung. Sie lehnen die Intervention der Monopolkommission, die da auch immer wieder kommt, ab, weil sie sagen, was öffentliches Gut ist, muss in öffentlicher Verantwortung und am Allgemeinwohl orientiert organisiert werden. Das heißt zum Beispiel auch, dass in der Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft 100% der Einnahmen, die aus der Wasserbewirtschaftung gewonnen werden, wieder in die Wasserbewirtschaftung hineinfließen. Nein, Grube hat Arriva mit 2 Milliarden Euro gekauft. Das ist ein Busunternehmen, ein Global Player, hat überhaupt nichts mit der Eisenbahn zu tun. Und das ist der Grundfehler. Sowas brauchen wir nicht. Und wir haben als zweites Prinzip der öffentlichen Wasserwirtschaft die Kooperation mit anderen Partnern, nichts Wettbewerb, nichts Konkurrenz, nicht andere ausstechen und dafür sorgen, dass über Trassenpreise möglichst viele andere zahlen müssen. Ich möchte zum Schluss noch sagen, weder der Zusammenschluss der Privatbahnen noch die Träger des öffentlichen Nahverkehrs sind mit ihrem Eisenbahnregulierungsgesetz einverstanden, weil sie sagen, die Grundprobleme werden damit nicht gelöst. Und ich bitte Sie, sich nicht abzuzappeln an diesem 480-Seiten-Machwerk, sondern eine grundlegende Neuorientierung in die Diskussion zu bringen. Das ist der Wunsch von Sabine Leidig von der Linken. Kirsten Lührmann, die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, die jetzt das Wort bekommt, wird das sicherlich ganz anders bewerten. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Anwesende, ich komme mal zurück auf das Thema der heutigen Debatte. Nämlich das Thema ist, dass die Bundesregierung einen Entwurf eingebracht hat für ein Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs im Eisenbahnrecht. Und ich habe es Ihnen mal mitgebracht. Ich habe vielleicht eine etwas andere Zählung als Sie, Frau Leidig. Hier sind es 294 Seiten plus einige Anlagen, also ein sehr gewichtiges Gesetzeswerk. Wir haben heute die erste Lesung. Bei diesem komplexen Regelwerk wird es sicher noch einige Zeit dauern, bis wir uns hier wieder treffen zur endgültigen Verabschiedung dieses Gesetzes. Wie schon vom Staatssekretär erwähnt, handelt es sich um die Umsetzung einer EU-Richtlinie. Für die SPD ist es aber mit dieser Regulierung im Eisenbahnbereich auch ein Teil, der sich einfügt in die Gesamtstrategie Bahn dieser Bundesregierung, die wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Wir wollen einen funktionierenden, leistungsfähigen und bezahlbaren Schienenverkehr. Und hierbei sind der Ausbau und der Erhaltungsschienennetzes sowie dessen optimale Nutzung im Personen- und im Güterverkehr notwendige Voraussetzungen.
Mit der LUF, der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, haben wir seit 2009 ein Steuerungsinstrument in der Hand, um die Infrastrukturmittel, die wir zur Verfügung stellen, wirksam und qualitätsoffensiv einzusetzen. Zu Beginn dieser Legislaturperiode haben wir den Vertrag erneuert und wir stellen in den Jahren 2015 bis 2019 die Rekordsumme von insgesamt 28 Milliarden Euro für den Erhalt der Schieneninfrastruktur zur Verfügung, liebe Kollegen und Kolleginnen. Mit dem neuen Bundesverkehrswegeplan. Kollegin Lührmann, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Leidig? Ich würde gerne zu Ende machen und dann können wir uns gerne unterhalten. Außerdem habe ich ja gesagt, wir werden diskutieren. Das ist hier die erste Lesung. Und ich glaube, wir haben jede Menge Zeit im Ausschuss, in den Anhörungen darüber noch zu diskutieren, Frau Leidig. Mit dem neuen Bundesverkehrswegeplan haben wir eine Strategie für die nächsten Jahre vorgelegt, liebe Kollegen und Kolleginnen, die mit dem Prinzip Erhalt vor Neubau und der Engpassbeseitigung von hochbelasteten Korridoren den Vordergrund an der richtigen Stelle gesetzt hat. In dieser Legislaturperiode haben wir zusätzlich zu den von mir eben genannten LUF-Mitteln insgesamt 4,5 Milliarden Euro für diese Bedarfsplanmaßnahmen, also die Mittel zum Neubau, zur Verfügung gestellt. Und neben dem Erhalt und Ausbau der Kapazität des Schienennetzes sowie natürlich dem Lärmschutz, dem wir auch als Bundesregierung und der Sie tragenden Koalition besonderes Augenmerk stecken, gehören faire Preise für die Benutzung der Infrastruktur und ein diskriminierungsfreier Zugang für alle Wettbewerber zum grundlegenden Gerüst. Aber die beste Infrastruktur nutzt wenig, wenn Verkehre aufgrund von Intransparenz und nicht klarer Preisgestaltung nicht aufreichend auf der Schiene landen. Beim Schienennetz haben wir nämlich die Situation, im Gegensatz zum Personenverkehr und Güterverkehr, dass der DB-Konzern über ein Monopol verfügt. Und in einem Monopol muss der Staat die Möglichkeit haben, Renditen zu begrenzen. Und gerade weil es ein Monopol ist, müssen die zugrunde liegenden Preise zur Nutzung der Infrastruktur auch transparent sein. Es ist schon etwas seltsam, wenn sich Eisenbahnverkehrsunternehmen beschweren, dass sie bei einem Halt an einem Bahnhof zwar ein Entgelt bezahlen müssen, es ihnen aber nicht völlig klar ist, für was sie eigentlich bezahlen und dass sie gegebenenfalls auch für eine Ausstattung zahlen müssen, die entweder gar nicht vorhanden ist oder die ihre Kunden nicht nutzen können. Daher wollen wir mit diesem Gesetz mehr Transparenz. Die konnten wir im Moment aufgrund fehlender gesetzlicher Grundlage nicht vollständig schaffen. Mit diesem Gesetz schaffen wir sie. Allerdings, und das hat diese Regierung auch vereinbart, wollen wir keine Überregulierung bis ins letzte Schräublein des Schienennetzes oder bis zum letzten Seifenspender in den sanitären Anlagen bei Station und Service, sondern wir wollen, das haben wir im Koalitionsvertrag geschrieben, eine Regulierung mit Augenmaß. Und zentrale Themen hierbei sind die weitere Verbesserung des diskriminierungsfreien Zugangs und die Optimierung der Ausgestaltung der Regulierung. Und auch hier wieder kommt der Bundesnetzagentur eine zentrale Rolle zu, die wir stärken werden. Die Preise für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur sollen künftig nicht mehr unkontrolliert steigen können. Vor allem im Personennahverkehr, die dort tätigen Bahnen bzw. die Bestellenden solcher Nahverkehrsleistungen beklagten in der Vergangenheit die Erhöhung der Trassenpreise, die teilweise schneller stiegen als die Mittel, die den Auftraggebenden zur Verfügung standen. Wird mit dem neuen Gesetz nun alles besser? Hat die Bahn die Trassenpreise bislang korrekt berechnet? Geht der Konzern effizient mit öffentlichen Geldern um? Genehmigt er sich bei der Kalkulation zu viel Rendite? Reicht ein Mehr an Transparenz und einer Einsetzung aus, den Anstieg der Trassenpreise begrenzen zu können? Und was bringt diese Regulierung schließlich für die Verbrauchenden? Der Bundesrat hat 57 Änderungsanträge eingebracht, da er einige der von mir aufgeworfenen Fragen im Gesetz nicht hinreichend beantwortet sieht. Die Bundesregierung hat hierzu eine Gegenäußerung gemacht und ist dabei auf einige Vorschläge des Bundesrates bereits eingegangen.
Allerdings eins steht auch fest. Es müssen noch einige wichtige Punkte geklärt werden. So die Frage, wie die Trassenpreise im Nahverkehr begrenzt werden. Hier gibt es noch unterschiedliche Auslegungen zwischen Bund und Ländern über den Inhalt der schon gestern hier debattierten Vereinbarung zu den Regionalisierungsmitteln. Wer zahlt das Defizit, wenn die nachgewiesenen notwendigen Steigerungen der Trassenpreise die dafür zur Verfügung stehenden Regionalisierungsmittel eines Bundeslandes übersteigen? Ein anderes Bundesland mit möglichen Überschüssen, eine Art Länderfinanzausgleich bei den Regionalisierungsmitteln? Oder gar der Fernverkehr, was die neue Angebotsoffensive der Bahn in diesem Bereich schon beenden würde, ehe die ersten Verkehre auf den neuen Strecken begonnen hätten? Hier müssen wir im laufenden parlamentarischen Verfahren antworten und sinnvolle Regeln finden, auch für das Thema Zugang zu Serviceeinrichtungen. Abschließend stelle ich fest, wir sind mit dem Gesetzentwurf auf einem guten Weg. Wo Wettbewerb funktionieren soll, benötigen wir Regeln. Und dies umso mehr, wenn es sich, wie bei der Eisenbahninfrastruktur, um ein Monopol handelt. Der Gesetzentwurf verfügt hier über ein interessantes Instrumentenmix, um Anreiz, Transparenz und Effizienz in das deutsche Schienennetz zu bringen. Und daher freue ich mich auf spannende Beratungen. Herzlichen Dank. Ja, Kirsten Lühmann hat es erwähnt, 294 Seiten, heute die erste Lesung zur Stärkung des Wettbewerbs im Eisenbahnbereich. Und der nächste Redner ist der Sprecher für Bahnpolitik der Bündnisgrünen, das ist nämlich Matthias Gastel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lustlos und deutlich verspätet hat die Bundesregierung uns einen Entwurf für das Eisenbahnregulierungsgesetz vorgelegt. Man könnte doch glatt meinen, es ginge um etwas Nebensächliches. Dabei geht es um wesentliche Fragen. Funktioniert der Wettbewerb auf der Schiene oder funktioniert er nicht? Machen wir die Bahn so attraktiv, dass mehr Menschen mit der Bahn fahren, anstatt das Auto oder das Flugzeug zu nutzen? Spielt die Schiene ihr Potenzial aus, damit weniger Güter auf der Straße transportiert werden müssen? Das sind die entscheidenden Fragen. Daran muss sich der Gesetzentwurf messen. Aber leider, das, was wir von Ihnen vorgelegt bekommen haben, trägt kaum zur Erreichung der eben definierten Ziele bei. Die Bundesländer wie die Bahnbranche sind enttäuscht von Ihnen, und das aus guten Gründen. Ihnen fehlen nämlich sowohl die Ziele als auch die richtigen Instrumente dafür. Was ist denn beispielsweise mit dem Deutschlandtakt? Dieser braucht einen verlässlichen Taktfahrplan. Aber mit Ihrem Entwurf für das Eisenbahnregulierungsgesetz können bestimmte Züge den Takt regelrecht zerschießen. Was ist mit den Möglichkeiten, Trassen- und Stationspreise auf ihre Angemessenheit überprüfen zu können? Die Eisenbahnverkehrsunternehmen können das künftig nicht mehr gerichtlich klären lassen. Und ich erinnere daran, dass die Abschaffung der Regionalfaktoren auf eine erfolgreiche Klage von Eisenbahnverkehrsunternehmen zurückgegangen ist. Und ob die Bundesnetzagentur schlagkräftig genug ist, diese Aufgabe zu übernehmen und auch entsprechende Anordnungen durchzusetzen, kann man doch leicht bezweifeln. Und was ist mit der Entwicklung der Höhe der Trassenpreise? Hier liegt der entscheidende Hebel dafür, ob auf der Schiene mehr oder weniger Verkehr abgewickelt wird. Sie lassen mit diesem Gesetzentwurf das Ansteigen der Trassen- und Stationspreise von einem jetzt schon sehr hohen Niveau weiter tatenlos zu. Entweder führt nämlich die Begrenzung des Anstiegs für den Regionalverkehr zu noch stärkeren Verteuerungen im Personenfernverkehr und im Güterverkehr. Und gerade der Schienengüterverkehr ist extrem preissensibel. Oder aber die Trassen- und Stationspreise steigen für den Regionalverkehr stärker als die Regionalisierungsmittel des Bundes für die Länder. Dann müssten die Länder entweder eigene Haushaltsmittel einsetzen oder Züge abbestellen. Und das kann ja wohl nicht unser Ziel sein. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass die Trassenpreise bis zu 35% der Ticketpreise im Nah- und im Fernverkehr ausmachen, also einen erheblichen Anteil an den Preisen, die nachher die Kunden zu zahlen haben, ausmacht. Die Lösung wäre das Grenzkostenprinzip. Niedrigere Preise würden zu mehr Personen- und Güterverkehr auf der Schiene führen, und mehr Züge bringen höhere Einnahmen. Das bedeutet, ein Teil, zumindest ein Teil der Einnahmeausfälle wäre damit kompensiert.
Eine Mindestlösung aber wäre die gesetzliche Trassenpreisbremse, also eine Kostenbremse, von der alle Schienenverkehre entsprechend profitieren. Aber Sie haben kein Interesse, endlich mal neue Wege zu gehen. Ihr Gerede von Stärkung der Schiene oder mehr Güter auf die Schiene sind Seifenblasen, die an den Tatsachen Ihrer Politik zerplatzen. Dieses Desinteresse an der Schiene zeigt sich nicht nur beim Entwurf für das Eisenbahnregulierungsgesetz, das zeigt sich auch bei Ihrem Entwurf für den Bundesverkehrswegeplan. 2/3 aller Schienenprojekte sind noch nicht einmal bewertet worden. Und bevor sie bewertet werden, wollen Sie schon das entsprechende Ausbaugesetz verabschieden. Da sieht man mal wieder, wie wenig wichtig Ihnen die Schiene ist. Man kann sich ja wohl kaum vorstellen, dass Sie einen Entwurf für den BVWP vorgestellt hätten, ohne dass alle Straßenprojekte bewertet worden wären. Damit hätten Sie sich gar nicht rausgetraut bei der Schiene. Machen Sie das. Es ist einfach nur traurig, mit ansehen zu müssen, wie einseitig die Große Koalition auf das Auto und auf den LKW setzt. Sie ziehen sich auf eine rein technokratische Umsetzung von EU-Vorgaben zurück. Sie lassen sämtliche Chancen für ein Wachstum auf der Schiene links liegen. Hören Sie auf den Rat der zahlreichen Akteure in der Bahnbranche und der Bundesländer. Sie werden nämlich mit Ihrem Gesetzentwurf keinen Erfolg haben. Und zwar nicht deswegen, weil heute Freitag der 13. ist, sondern weil Ihr Gesetzentwurf schlicht und ergreifend nichts taugt. Korrigieren Sie Ihren Gesetzentwurf, stellen Sie die Weichen für mehr Personen- und Güterverkehr auf der Schiene. Das Wort hat der Kollege Dirk Fischer für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben die äußeren Daten gehört, Gesetzentwurf durch die Bundesregierung beschlossen, Gegenäußerung auf die Stellungnahme des Bundesrates und die 57 Änderungsergänzungswünsche, alles liegt uns vor. Aber die Wünsche der Länder zeigen auch, dass diesem Gesetz eine hohe fachpolitische Bedeutung für den Schienenbereich zukommt. Und wir werden uns, Kollege Gastel, im parlamentarischen Verfahren damit intensiv auseinandersetzen. Denn der zentrale Bereich ist, dass hier eine Richtlinie der Europäischen Union umgesetzt werden muss und wir damit auch Vorgaben zu beachten haben. Ich glaube, dass es richtig war, dass der federführende Ausschuss vorbehaltlich einer Überweisung, die wir gleich zu beschließen haben werden, bereits beschlossen hat, eine öffentliche Anhörung durchzuführen. Und damit werden wir uns mit diesem Artikelgesetz, in dessen Kernbereich der Erlass dieses neuen Eisenbahnregulierungsgesetzes steht, auseinandersetzen. Aber wir werden natürlich auch die anderen Materien zu bearbeiten haben. Ich komme gleich darauf zurück. Damit wird ja mit der EU-Richtlinie umgesetzt, die ja auch eine Überarbeitung des ersten Eisenbahnpaketes von 2001 ist. Und die sollen wir in nationales Recht überführen. Und wir sind, ich sage mal, schon ziemlich spät dran. Wir müssen ein zügiges Beratungsverfahren haben, denn die Europäische Union hat sich schon gemeldet, was die Pflichten und Termine der Umsetzung anlangt. Das erste Eisenbahnpaket hatte ja die Grundlage gelegt für die Liberalisierung des europäischen Eisenbahnmarktes. Und damit ist schon der diskriminierungsfreie Zugang zum Netz durch die Europäische Union vorgegeben worden. Und ich denke, dass wir doch einiges zu tun haben. Diese neue Richtlinie, die die Konkretisierung der wettbewerblichen Regeln im europäischen Eisenbahnmarkt beinhaltet, als einen weiteren wichtigen Schritt durchzuführen und damit auch den Wettbewerb im Schienensektor und den grenzüberschreitenden Schienenverkehr zu stärken und dort, wo es noch Monopolstrukturen gibt, in Eisenbahnen in Europa, diese in ein wettbewerbliches Marktumfeld zu überführen. Das heißt also, der Entwurf hat ja die Elemente, das neue Eisenbahnregulierungsgesetz, Änderungen des, man muss es langsam aussprechen, Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetzes, Änderungen des Gesetzes über die Bundesnetzagentur,
eine Änderung des Personenbeförderungsgesetzes und gleichzeitig die Aufhebung der Eisenbahninfrastrukturbenutzungsverordnung, der Eisenbahnhaftpflichtversicherungsverordnung und der Eisenbahnunternehmerberufszugangverordnung. Das wird alles in das Gesetz integriert und die andere Rechtsmaterie kann aufgehoben werden. Also auch ein wichtiger Schritt zu einer Rechtsbereinigung. Ich glaube, dass wir damit eben nicht nur das bestehende Eisenbahnrecht verbessern, sondern auch neue Grundlagen schaffen für eine optimierte Wettbewerbsordnung. Und dieses ist ein Anliegen, was meine Fraktion nachhaltig unterstützt und für wichtig hält. Denn eines ist klar, in einer Wettbewerbsordnung ist der Kunde durch die Angebotsvielfalt seine Auswahlmöglichkeiten König, im Monopol ein armer Kerl, weil er keine Auswahlmöglichkeiten hat und bei schlechten Leistungen nicht auf einen anderen Anbieter wechseln kann. In dem Sinne bin ich ganz in den Gedanken bei Ludwig Erhard und ein entschiedener Verfechter eines marktorientierten Leistungswettbewerbs, der Unternehmen zwingt, Qualität von Leistungen zu verbessern und die Kosten zu senken. Und verehrte Kolleginnen und Kollegen, das können wir im Moment eigentlich an der Entwicklung unseres Unternehmens DB AG ablesen. Denn der Anteil der privaten Wettbewerber im Markt steigt und damit muss sich die DB AG dem Preis- und Qualitätsdruck stellen, um auch weiterhin erfolgreich sein zu können. Der Wettbewerb auf der Schiene setzt den Wettbewerb um die Schiene voraus. Dafür sind klare Regeln für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur notwendig. Das gilt also, den diskriminierungsfreien Zugang zur Eisenbahninfrastruktur weiter zu verbessern, die Entgeltregulierung für die Nutzung der Schienenwege neu auszugestalten, die Befugnisse der Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde zu stärken. Und ich will kurz Bemerkungen zu diesen Bereichen machen. Zugang zur Eisenbahninfrastruktur, diskriminierungsfreier Zugang zu Eisenbahnanlagen und Serviceeinrichtungen soll eben dieses neue Gesetz garantieren. Jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen hat das Recht, Eisenbahnanlagen und Serviceeinrichtungen eines Infrastrukturbetreibers zu nutzen. Der Betreiber dieser Anlagen und Einrichtungen muss seine Leistung zu angemessenen, diskriminierungsfreien Bedingungen erbringen. Der Betreiber darf bei der Erstellung des Netzfahrplans keinen Antrag auf Nutzung seiner Trassen unbeachtet lassen und er muss miteinander konkurrierende Anträge verschiedener Unternehmen durch Verhandlungen miteinander koordinieren und auch ausländische Unternehmen, insoweit sie grenzüberschreitende Verkehre anbieten, müssen dieses Recht haben. Und der Betreiber hat auch Kapazitätsreserven innerhalb seines erstellten Netzfahrplans vorzuhalten, um auf vorhersehbare Anträge auf Zuweisung von Schienenwegekapazität außerhalb des Netzfahrplans reagieren zu können. Und dann haben wir natürlich auch klare Regeln für die Nutzungsbedingungen des Schienennetzes. Eine wesentliche Neuerung ist auch, dass bei Stilllegungsabsichten für Serviceeinrichtungen als Teil der Eisenbahninfrastruktur durch die zuständige Aufsichtsbehörde, also das Eisenbahnbundesamt, eine Genehmigungspflicht eingeführt wird. Auch das ist ein wesentlicher Punkt. Und bei der Entgeltregulierung, darauf ist ja schon hingewiesen worden, gibt es jetzt klare Regeln, wie hier dann auch diese Entgelte zu bilden sind. Und wir werden uns mit den Einzelheiten auch für die verschiedenen Segmente Schienenpersonennahverkehr, Fernverkehr, Personenfernverkehr und Güterverkehr zu befassen haben. Die Trassenentgelte für den Schienennahverkehr sind in der Regelung im Entwurf mit einer Sonderregelung ausgestattet, wo für jedes einzelne Land des SPNV künftig ein eigenes Marktsegment definiert werden soll. Und bei der Erhöhung der Trassenpreise müssen auch die zur Verfügung stehenden Mittel, insbesondere der Regulierungsmittel, in die Entgeltbildung einbezogen werden. Und letztlich will ich darauf hinweisen, dass wir bei der Bundesnetzagentur über die heutige Überwachungsfunktion der Entflechtungsvorschriften hinausgehend auch eben diesen Genehmigungsvorbehalt für die Trassenentgelte haben und dass wir, was wichtig ist, dieser Agentur jetzt auch im Eisenbahnbereich Beschlusskammern
zuordnen und damit eine Gleichstellung mit dem, was bei der Regulierung in den Bereichen Telekommunikation, Post und Energie vorhanden ist, auch jetzt für den Eisenbahnbereich durchführen. Und ich glaube, dass wir jetzt intensiv daran gehen müssen, um auch mit den Abänderungswünschen der Länder uns auseinanderzusetzen, damit wir ein zustimmungspflichtiges Gesetz so schnell wie möglich zustande bringen. Und das ist auch unsere Pflicht gegenüber Brüssel, dass wir dieses zügig machen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Debatte, die wir inhaltlich im Ausschuss haben können. Stärkung des Wettbewerbs im Eisenbahnbereich. Der letzte Redner in dieser Debatte, erste Lesung hier, Martin Burkhardt von der SPD, ist Vorsitzender im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als SPD, für uns steht fest, wir wollen einen starken und leistungsfähigen Schienenverkehr in Deutschland. Und da schaffen wir nun die Rahmenbedingungen, die politisch notwendig sind. Und es wurde ja mehrfach darauf hingewiesen, wir haben schon einiges erreicht. Ich denke, die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 2 ist ein Vorzeigemodell für ganz Europa. Darüber hinaus die Erhöhung der Regionalisierungsmittel, die dringend notwendig waren, um den Schienenpersonennahverkehr in Deutschland sicherzustellen. Gestern gab es hierzu im Plenum ja eine Aussprache. Heute haben wir das Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs im Eisenbahnbereich. Es gilt, die europäische Richtlinie aus 2012 umzusetzen in deutsches Recht mit dem Schwerpunkt der Entgeltregulierung. Das heißt, eine Schaffung von Anreizen für die Betreiber der Schienenwege zur Senkung der Infrastrukturkosten und der Trassenentgelte. Entgelte für Nutzung der Schienenwege sollen durch die Bundesnetzagentur zukünftig genehmigt werden. Das Ziel dabei, mehr Fairness auf der Schiene im Wettbewerb, mehr Kostentransparenz bei der Nutzung der Schieneninfrastruktur und der diskriminierungsfreie Zugang zur Schieneninfrastruktur, diesen in Deutschland zu schaffen. Ich betone aber ausdrücklich dabei, dass wir eine Regulierung mit Augenmaß haben wollen und keine Überregulierung im Schienenbereich. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sind wir auf einem guten Weg, Herr Kollege Ferlemann. Selbstverständlich müssen wir die angesprochenen 57 Punkte, die der Kollege Fischer genannt hat, diskutieren mit den Bundesländern. Über 50 Änderungen. Meine Kollegin Lühmann hat ja die Knackpunkte bereits für meine Fraktion angesprochen. Ich möchte an Betracht der Zeit 2-3 Punkte ansprechen. Erstens die Umsetzung in Deutschland. Übergeordnetes Ziel ist dabei die Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraumes, das heißt gleiche Fahrzeuge überall in Deutschland verfügbar, gleiche Signaltechniken. Dies begrüßen wir ausdrücklich, um das deutlich zu sagen. Wir haben in dieser Regulierung ein Vertragsverletzungsverfahren, aber ich will schon darauf hinweisen, dass es ein Skandal ist, dass zwar in Europa die Regelung gelten, aber wenn wir in ein Land schauen wie Frankreich, wo überhaupt noch kein Wettbewerb auf der Schiene existiert und wir regulieren hier schon den Wettbewerb, dann ist es ein Skandal. Es kann nicht sein, dass dort Wettbewerb erst ab 2026 überhaupt möglich ist. Und da sage ich der Bundesregierung, da müssen wir drauf schauen im Europäischen Rat, dass das aufhört. Der Wettbewerb muss überall in Europa möglich sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dann will ich etwas sagen zur Haftpflichtversicherung, zur Versicherungssumme. Wir hatten leider bei uns im Ausschuss die Zugunglücke jedem noch in guter Erinnerung in Bad Aibling, in Mannheim, in Freyung, alles in dieser Legislatur. Und wir hatten in Italien den schlimmen Güterzugunfall in Viareggio. Der kostete 75 Millionen Euro. Es gibt eine zu geringe Kapitaldecke bei vielen Eisenbahnunternehmen. Das heißt, im Schadensfall droht die Insolvenz, aber es droht auch eine unzumutbare Unsicherheit für Geschädigte, aber auch für den Verursacher. In letzter Konsequenz heißt es, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Unternehmen von Insolvenz bedroht wären, stünden auf der Strecke und Geschädigte könnten nicht entschädigt werden. Deshalb der Vorschlag, den wir diskutieren müssen, ob wir hier eine Erhöhung der Haftpflichtsumme vornehmen, gestaffelt,
Da kann man sich vorstellen, dass Gefahrguttransporte anders versichert werden müssen wie normale Transporte. Ich glaube, die 14 Millionen reichen pauschal nicht aus, die im Gesetzesentwurf stehen. Andersrum haben sich schon die Museumsbahnen gemeldet, die historischen Eisenbahnfahrzeuge. Da ist die Versicherung somit zu hoch. Auch da müssen wir, glaube ich, Regelungen finden. Der Paragraph 28 ist der Produktivitätsfaktor. Und da ist drin beschrieben, dass für die Entgeltbildung dieser Faktor zugrunde gelegt wird vom Sachverständigenrat des Statistischen Bundesamts für alle Wirtschaftsbereiche. Das ist schwierig, weil er die Gesamtwirtschaft umfasst, aber nicht unbedingt den Eisenbahnsektor. Hier müssen wir darüber reden, dass das Ministerium abweichen kann. Aber dass es gut wäre, wenn die verpflichtende Einbindung von unabhängigen Forschungsinstituten mit Erfahrungen im Eisenbahnbereich zugrunde gelegt werden können. Und dann will ich zum Schluss darauf hinweisen, es ist sehr komplex, meine sehr verehrten Damen und Herren, das überhaupt zu erklären der Bevölkerung. Dieses umfangreiche Gesetz ist schwierig genug. Sollte es zu einem Vermittlungsausschuss kommen mit den Bundesländern, dann kann ich nur empfehlen, zurückzugreifen auf eine Sternstunde des Parlaments. Es gab einen Vermittlungsausschuss mit Fachpolitikern zum Personenbeförderungsgesetz, der am Ende dazu geführt hat, dass wir ein vernünftig gutes Gesetz auf den Weg gebracht haben. Ich will meinen Fraktionsvorsitzenden, aber auch dem Herrn Kauder nicht so nahe treten. Aber wenn man sich mit so einem Gesetz befasst, wäre es gut, einen Fachausschuss im Vermittlungsausschuss zu bilden, weil es wirklich umfangreich und in der Tiefe ist. Ich wünsche mir auch gute Beratungen. Ich bin überzeugt, dass wir mit der Bundesregierung am Ende einen Gesetzesentwurf hier im Parlament verabschieden, der den Namen dann zu Recht hat. In dem Sinne, schöne Pfingsten. Wünscht Martin Burkhardt von der SPD, aber soweit sind wir noch nicht. Zunächst wird erstmal dieses Gesetz in erster Lesung, Stärkung des Wettbewerbs im Eisenbahnbereich, an den zuständigen Ausschuss überwiesen.